Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal, beziehungsweise es ist ja ein wiederholtes Let's Play von der Anno 1800 Closed Beta. Ich habe gestern schon Videos gemacht und habe diese auch hochgeladen und jetzt erst festgestellt, Alter, dass ja der größte Grotten, den du da abgeliefert hast. Die Videoqualität, es hat gehackt, es hat gestockt, die Soundqualität war scheiße, ich habe den Popschutz vergessen vom Mikro. Daher machen wir das Ganze jetzt nochmal neu. Wir machen wieder More Guardians. Continue. Wir nehmen ihn hier. Der sieht ganz gut aus. Nö, nö, nö. Leuchtturm. Das hier. Im letzten hatten wir das hier unten. Ich nehme jetzt aber das. Schwarz? Nein, blau. Blau passt besser. Und wir heißen natürlich wieder mal Money 100 und der Strich 112. So. Continue. Wir starten wieder auf Normal. So eine Experten sind wir bei Anno noch nicht. Wie gesagt, mein letztes Anno war 22.5, aber das ist auch schon eine ganze Weile her, dass ich das gespielt habe. So mit Mondlandung und so. Mit Anno 1800 gehen die Entwickler ja so ein bisschen back to basic, kann man so sagen. Wir starten allerdings nicht mitten. I'm the observer, my friend. Aha. When there is more than meets the eye, I will let you know. Alles klar, okay. Wir starten nicht mitten im irgendwo oder nirgendwo. Beziehungsweise nicht mitten in der Steinzeit, nenne ich es mal. Wir starten im 18. Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts. Quatsch mir doch nicht ständig dazwischen, Menschenskind. Wie ihr merkt, es ist alles noch in Englisch. So, wir müssen jetzt natürlich erst einmal bauen hier, ne? Wir brauchen ein Marketplace. Stellen wir mal so ein bisschen in die Mitte hier so, hin. Dann können wir hier noch Hütchen hinbauen. Das Ganze so ein bisschen platztechnisch ein bisschen hinkriegen. So, jetzt brauchen wir natürlich eine Sägemühle. Quasi hier sowas hier, so ein Sägewerk, also ein. Mein Gott, ist das schwer heute. Ein Holzfäller und ein Sägewerk. So. Setzen wir hier hin, da ist die wunderschön. Our settlement is rather 100%. small. You will have to attract more farmers if you want to make progress. Weiß, dass wir mehr Farmer brauchen. 50 Stück, um zum nächsten Punkt zu kommen. Er ist noch am Pflanzen hier quasi. Aber das läuft jetzt alles ein bisschen flüssiger als vorher. So, jetzt brauchen wir natürlich noch eine Sägemühle, damit wir die Bretter, die wir da produzieren, auch verarbeiten können. So, dann brauchen wir natürlich ja ein kleines Warenhaus, damit unsere Sachen auch abtransportiert werden. Da drüben ist eine Lehmgrube. Clay Deposit, also ich denke mal, das soll so Lehm oder Ton sein. Ich kann zwar Englisch, aber mit den ganzen Baustoffen habe ich mich auch noch nicht auseinandergesetzt. Limestone. Also wir haben auf dieser Insel Clay, wir haben Eisen, wir haben Kohle, wir haben Zink, wir haben Kupfer, wir haben Limestone, wir haben Öl. Menschenskinder, das ist ja hier ist ja richtig was los. Aber ja nochmal ganz gut, dass ich nochmal neu angefangen habe. So. Wir brauchen also 50. Wir haben 34. So, dann würde ich sagen, bauen wir hier noch ein paar Häuser hin. Nein, das war falsch. Übrigens, wenn man hier, ne, wenn man das verschieben will, anklicken, länger gedrückt halten, kann man es verschieben.
Das finde ich richtig geil. Das hat mir in den Anno-Teilen bisher immer gefehlt. New buildings have been unlocked. Das heißt, wir können jetzt auch hier so ein Fischerhütchen hinbauen. Das brauchen wir dann auch. Könnte nicht sein, dass ich denke, dass es... Hatten wir doch gerade. Achso, wir haben keine Baumstämme mehr. Wir sind sozusagen, das ist jetzt ein Blueprint, den er da hingesetzt hat, damit wir wissen, da ist was. Weil die Eil, wir hatten keine Bretter. Jetzt haben wir sie, jetzt können wir ein Fischerhütchen bauen. Und damit unsere Kumpels hier auch versorgt werden mit Fisch. Gerade nicht so doll. Noch nicht, weil wir haben noch nicht so viel. Und danach kommen dann die Arbeitsklamotten. Da brauchen wir aber erst 100 Farmers. Aber die kommen jetzt auch so langsam. Wir haben jetzt 83. Das sagst du mir jetzt schon zum dritten Mal, dass wir uns vergrößern müssen. So, und dann kommen als nächstes, kommt dann halt wie gesagt der Schnaps und dann kommt wahrscheinlich noch eine Kneipe. Game saved. You reached a new milestone. Wir haben einen neuen Meilenstein erreicht. Wir haben also die 100 geforderten erreicht. I'm not going to say I didn't think it possible. Ja, schön. So, jetzt machen wir hier mal einen kleinen Abzweig hin. Wir brauchen jetzt nämlich Kartoffelfarm. Metal plows change things, I'll grant it. But for better or for worse. So, 72 von 72. Es empfiehlt sich, davon gleich beizubauen. So, jetzt haben wir natürlich einen Fehler gemacht. Wir sind zu dicht dran gegangen. Geht aber trotzdem. So, jetzt müssen wir hier natürlich noch ein Warenhaus hinsetzen, weil ohne Warenhaus wird nichts abgeholt. Und wir brauchen für das Warenhaus 10 Bretter. Aber die sollten wir gleich haben, hoffe ich. In der Zwischenzeit können wir hier ebenfalls die Schnapsbrennerei hinsetzen. Okay, die Schnapsbrennerei hat er jetzt schon gebaut, aber noch keine Dings, weil, So, wir brauchen immer noch 10 Bretter. Wie gesagt, für alle, die sich wundern, ich hatte ja schon zwei Videos hochgeladen. Okay, neue Gebäude sind, muss, weiß ich nicht. So, wir bauen hier einfach mal noch eine Straße durch. Dann bauen wir hier nämlich noch so ein. Ja. Ihr wollt doch alle bloß saufen. Genau das hat er damit nämlich gerade gesagt. Die Leute wollen was zum Trinken haben. So, in der Zwischenzeit
Schicken wir den mal ein bisschen auf Reisen. Damit wir neue Inseln und Mitspieler und also die Computer-Mitspieler finden. Ich werde mal sehen, ob ich vielleicht demnächst mit dem Andi mal einen Multiplayer zocke. Danke übrigens nochmal an Andi, dass er mir das hier ermöglicht hat, in der Klosbeta mit teilzunehmen. Er hat mich nämlich eingeladen. Ich hätte da sonst voll verschlafen. So. Wie sieht's aus? Fisch füllt sich, Schnaps stabil bei null, Kartoffeln. So lovely to meet you, dearie. But a word of advice. Always watch your back. Ja, ich passe auf meinen Hintern auf. Okay, da können wir ja fast drüber spucken. Wir wohnen quasi hier und sie wohnt da. Denn eigentlich mein Schiff, wieso wird das? Wird ja richtig. So, zurück zur Insel. Knapp ist, fühlt sich. Damit sind sie auch. This is the way the farmers ride, hobbledy hobbledy hoy. Hey! Okay. Saved. Hat wohl schon ein bisschen zu viel geschnappt. Egal. So, dann bauen wir jetzt natürlich noch eine Schweinefarm. Eine Schweinefarm. Eine Schaffarm. Die kann, glaube ich, nicht so viel aufnehmen. Genau, drei Stück an der Zahl, drei Felder. Und kann man natürlich nicht aufs Schafs, auf die Schafsweide stellen, ist logisch. So, damit haben wir das dann auch erledigt. Der Papp braucht auch 10 Bretter. Die gönnen wir uns aber mal. Setzen wir mal einen Blueprint hin. Und dann sind sie auch schon glücklich und zufrieden. Dann brauchen wir bloß noch eine Feuerwache. Die können wir gleich daneben stellen. Missing Goods. Ach so, wir müssen vielleicht mal... Ach du Jammer. Müsstchen mal... Bauernhäuschen bauen. Haben wir hier nämlich ein leichtes Arbeiterproblem und das ist nicht gut. Okay, es wird langsam besser. Da hat der Manni nicht aufgepasst. Da hat der Manni nicht aufgepasst. Gar nicht so einfach. Ja.
Wir brauchen noch 29 Arbeiter. Das wird uns hier oben angezeigt. Da haben wir ein Minus sozusagen von 26 jetzt nur noch. Aber immerhin. So. Das wird mehr. Das ist sehr schön. Das wird hoffentlich auch noch mehr. Und die Kneipe fehlt natürlich, aber die können wir ja erst, wenn... Aha, es gibt also keinen Luxus. Finden sie nicht so toll. So, jetzt sind wir wieder im Plus. Das ist sehr schön. Jetzt produziert hier alles wieder ganz normal, so wie es soll. Und dementsprechend steigt auch unsere Bevölkerung an. Also alles das kriegen, was sie brauchen. Hoffe ich. So, unser Schiffchen ist in der Zwischenzeit auch gekommen. Ich weiß nicht, ob das günstig ist, hierher zu fahren. Ich glaube, hier unten war, also zumindest auf meiner letzten Karte war das, aber ich denke mal, das ist ja bei jedem Neustart anders, waren da unten die Piraten. So, wir gucken nochmal unser Warenlager an. Klamotten steigen, Schnaps steigt, Fisch steigt, Kartoffeln auch. Das heißt, wir könnten eigentlich noch ein Schnapslager bauen. Eine Schnapsfabrik bauen. Game saved. Aber wir warten noch. Müssten jetzt gleich mal den Pub bauen. Jetzt ist man im Pub fertig. See how the whole world bows before us. Ihr wollt doch alle nur saufen, wollt ihr? Ne? So, Happiness ist jetzt voll. Und wir könnten sie jetzt upgraden auf Workers. Mache ich aber noch nicht. Will erst noch hier. Habe ich jetzt getan. So, da stellen wir noch die Feuerwehr hin. Die bilden sich jetzt aus. In der Zwischenzeit. Prepared everything. Now is the time to advance by settling the first workers. Will ich aber noch nicht. Die wollen dann auch wieder so viel haben. Das kostet alles wieder so viel Geld. Aber wir nähern uns langsam dem Plus hier oben. Der Neustart ist übrigens nicht nur begründet darauf, dass Qualität so schlecht war, wobei das der Hauptgrund war. Es gab auch ein kleines Update von der Closed Beta, bezog sich aber hauptsächlich auf den Multiplayer und so ein bisschen aufs Leveling, beziehungsweise auf die Innovationspunkte, die man sammelt. Das sind also diese Influencer-Punkte hier oben. Das hat so ein bisschen was damit zu tun, was man so an Verbesserungen bauen kann, an Schutz bauen kann. Hier wie zum Beispiel Kanonentürme und was weiß der Geier. Das braucht Punkte. Und was natürlich ein ganz neues, eine ganz neue Änderung ist in der Geschichte von Anno, sage ich jetzt mal. Man braucht eine bestimmte Anzahl von bestimmten Leuten, um die Produktion am Laufen zu halten. Okay, Sir Archibald grüßt uns. Das ist sehr schön von ihm. Nein, also man braucht jetzt zum Beispiel für diese ganzen Geschichten hier braucht man Farmers. Dann gibt es nachher Gebäude, wo wir Workers für brauchen und dann gibt es Gebäude, wo wir die nächste Stufe wieder für brauchen. Das heißt, man muss aufpassen, dass man immer von allem genug hat. Das hat jetzt nicht nur was mit dem Leveln zu tun, sondern, also, dass man die upgraden kann, sozusagen, du brauchst mehr Gebäude von dieser Sorte, sondern du musst aufpassen, dass deine Population gleichmäßig
Hit wächst. Das heißt, wenn alle zu Workern upgraden würdest, was du ja theoretisch machen könntest, wenn sie zufrieden genug sind, dann hast du keinen mehr, der in deinen Produktionen arbeitet, weil die ja dann alle für was anderes reserviert sind. Und dann musst du sehen, dass du schnell wieder Bauernhäuser baust. Farmers. Dichten hier. So, die knallen wir nochmal voll. Damit wir hier so ein bisschen... So, hier ist angekommen, da unten, glaube ich. Eine unbewohnte Insel. Fahren wir mal hier oben hin. Gehen wieder nach Hause. Das kann's. So, wir sind auch im Plus angekommen jetzt. Wir haben jetzt 120 Bauern. 128. Wir haben wieder 5 Punkte dazu gekriegt. So, jetzt könnten wir langsam anfangen abzugraden. Damit haben wir einen neuen Meilenstein erreicht. Age of Industrialization. Zeitalter der Industrialisierung. Vorher waren wir noch Bauern, jetzt sind wir Industrielle. Bitte, bitte. Wofür auch immer. Also die nächste Stufe nach den Workern wären dann die Artisans. Was auch immer. Und jetzt können wir Worker-Sachen bauen. Das ist einmal die Wurstfabrikation, also hier Schweinefarm, und dann können wir ein Schlachthaus bauen, wo dann Wurst hergestellt wird. Das brauchen unsere Kumpels hier, dann brauchen sie nachher noch Brot. Wichtig. Dann brauchen sie irgendwann Seife und dann brauchen sie eine Schule. Und es wird noch interessanter. Hier kommt dann noch bei den Happiness kommt dann noch eine Kirche dazu und Bier, und zwar als Luxusgut. Das müssen wir dann alles noch produzieren. Das ist alles noch gesperrt, da brauchen wir erst 150 Workers. A new island has been discovered. Okay, wahrscheinlich, jawohl. Und hier ist auch unbesiedelt. Wir waren hier, das ist unbesiedelt. Dann waren wir hier. Sir Archibald Blake. Da können wir, das ist wahrscheinlich ein... Pop back another time and I'll fill your stocking. Ah ja, so. Hier könnten wir zum Beispiel Stahl kaufen, das ist also unser Händler. Und Bretter können wir da kaufen, wollen wir aber gerade nicht, weil haben wir selber genug, Stahl brauchen wir noch nicht. Auch eine unentdeckte Insel. So. Dann würde ich mal sagen... Stink of manure or stink of grease makes no odds, as long as you're paid. Dann graden wir hier mal ein paar ab. Und da auch nochmal. So, jetzt haben wir 50 Worker. Wie man sieht, das ist hier ein bisschen weniger geworden. Also es sind dann immer gleich 10 Worker und die werden dann bei den Bauern natürlich auch abgezogen. Man hat dann weniger Bauern. Das Idle Ships. Jump to Location. Okay. Ja, da waren wir ja schon. All Ships. Wir gehen wieder nach Hause. Er ist ja noch unterwegs quasi. So. Was können wir denn jetzt? Wir bauen hier mal so ein. Eine Farm-Dingens hin. Und haben, können da 5 Felder ranklatschen. So, jetzt haben wir eine Schweinefarm. Die reicht aber nicht, eine einzige. Da müssen wir nochmal so ein bisschen... Wir machen jetzt hier... Ach nee, Stein haben wir ja noch gar nicht. Haben wir eine neue Insel entdeckt.
schlimm. Und wir klatschen da gleich noch eine Schweinefarm hin. Mal sagen. Workers, Schweinefarm. Weil mit einer ist immer so ein bisschen grenzwertig. Und dann bauen wir ein Schlachterhaus. Okay, da haben wir jetzt einen Blueprint gebaut, weil er braucht natürlich möglicherweise Steine. Steine haben wir einmal da und einmal da. Das können wir gleich miteinander verbinden. Shake your booty out of Angry Annie's waters, or she'll blow a hole in your mizzen. Okay, sie droht uns also. Wir haben jetzt gerade die Piratcheninsel entdeckt. Wo ist unser Schiff? Ship under attack, awaiting instructions. Schnell weg. Schnell weg. A competitor's island is under siege. On our way. Warnings on over. Wir müssen hier ganz schnell weg. Ansonsten ist unser Schiffchen nämlich Schrott. War ganz knapp, würde ich sagen. Okay, jetzt haben wir es natürlich wieder gedreht hier. Oh, mal richtig. Guck mal so gerne von. Oh ja, wir wissen, dass wir angegriffen wurden. Na gut. Wir sollen wohl bald nur ein neues Schiffchen bauen. Wenn wir denn mal so weit sind. So, Workers, das geht natürlich noch nicht. So, die sind jetzt halt hier. Achso. Ja, genau. Wir waren da stehen geblieben. Wir wollten uns hier Tongrube bauen. Und jetzt brauchen wir natürlich dafür eine Ziegelei. Die Tongrube haben wir ja schon, das ist ja das Ding hier. Clay Pit. Der kann auch von da abholen, das ist schön. Der auch. Ja, super. Dann produzieren wir jetzt Ziegel. Gleich bald, quasi. Oh, wir brauchen natürlich wieder mehr Workers. So. Damit sind wir da auch wieder abgesichert. Er hat jetzt genug. Kann produzieren. Produktion geht hoch. In diesem Sinne verabschiede ich mich in der ersten neuen Folge von euch. Ganz kurzes Informationchen. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte einen Daumen da. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr auch keine neue Folge von
Anno 1800 Closed Beta. Bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich. Tschüss.